Der ehemalige FC Bayern-Star und UEFA Champions League-Gewinner Stefan Effenberg besuchte am 9. Mai im Rahmen seines Engagements als Ford Champion für die UEFA Champions League das Autohaus Eder in Kolbermoor bei Rosenheim. Gemäß des Mottos Champions Life hielt Auto Eder an diesem Tag eine Autogrammstunde mit Stefan Effenberg sowie eine interessante Talkrunde mit Vertretern anderer Sportarten ab. Da sowohl Autogrammstunde als auch Talk im Schauraum stattfanden, waren die Ford-Modelle für das anwesende Publikum und die Medien genauso Champions wie der Stefan Effenberg selbst. Als krönenden Höhepunkt trainierte der ehemalige Mittelfeldstar 30 Jugendliche verschiedener U15-Mannschaften aus der Umgebung. Ich war erstaunt, wie wissbegierig die Kinder waren, dass sie wollten, mit welcher Begeisterung sie dabei waren. Nur jetzt müssen sie es auch beibehalten. Das war jetzt nicht nur zwei Trainingsstunden, sondern, und das habe ich ihnen auch mit auf den Weg gegeben, man kann wunderbar alleine trainieren und sich selber sportlich betätigen. Also ich hoffe zumindest, dass sie hungrig werden jetzt, dass sie wirklich sagen, hey, das hat so viel Spaß gemacht, das kann ich auch alleine, und das weiter, immer weitermachen. Die Jungfußballer hatten dieses unvergessliche Ereignis über eine Ausschreibung im Oberbayerischen Volksblatt in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Eder gewonnen.